Du bist schon besser als 90%, wenn du gut schreiben kannst. Es ist statistisch bewiesen, dass Leute, die gut schreiben können, bessere Jobs bekommen und auch mehr Geld machen. Und natürlich ist jemand, der gut schreiben kann, auch attraktiv für das andere Geschlecht. Sicher, in unserer Generation gibt es zwar eine riesige Nachfrage an Leuten, die gut schreiben können, aber es gibt nur ganz wenige Leute, die nicht gut schreiben können. Also musst du nur ein bisschen schreiben können, um dieser riesigen Nachfrage gerecht zu werden. Du wärst also extrem dumm, wenn du jetzt von diesem Video wegklicken würdest. Schauen wir uns doch einmal 10 Beispiele an. Und es geht um Show, don't tell. Also zeige und sage es nicht einfach. Der erste Beispielsatz ist: Der Mann war gestresst. Das ist ein ganz einfacher Satz. Ich meine, jeder Kindergärtner könnte den schreiben. Und wir wollen den so machen, dass wir ein Bild davon bekommen, wie das aussehen könnte. Wir könnten zum Beispiel schreiben: Der Mann zappelte herum und kaute an seinen Fingernägeln. Siehst du? Zack. Von diesem langweiligen, langweiligen Satz zu einem Satz, der ein Bild, ein lebendiges Bild im Kopf des Lesers verursacht. Wie wäre es mit: Das Zimmer war unordentlich? Hast du eine Idee, wie könnten wir das lebendiger machen, sodass sofort ein Bild entsteht? Zum Beispiel: Es lagen alte Pizzaschachteln herum. Oder: Es lagen alte Pizzaschachteln und dreckige Kleider herum. Das ist etwas, was du vor dem inneren Auge direkt sehen kannst. Oder wenn wir jemanden beschreiben: Die Frau war selbstbewusst. Ja, okay, sie ist selbstbewusst, aber sag mir das nicht einfach. Wie zeigt sich das? Sie stolzierte in den Raum und jeder drehte sich zu ihr um. Aha, jetzt können wir uns etwas darunter vorstellen. Oder: Der Junge war vorsichtig. Ja, wie zeigt sich das, dass er vorsichtig ist? Er platzierte sein Lieblingsbuch ins oberste Regal des Büchergestells. Also sehr spezifisch. Was macht er? Wo tut er es hin? Das Stadion war voll. Oder: Der Lärm im Stadion war ohrenbetäubend. Also die Sinne, den Hörsinn können wir auch mit einschalten. Oder wenn wir das Wetter beschreiben wollen, dann können wir sagen: Es war heiß. Oder wir können aber sagen: Die Sonne brannte auf seiner Haut. Also dieses Gefühl der Sonne auf der Haut, das kannst du dir sofort vorstellen. Das Gegenteil: Es war kalt. Das Abflussrohr war gefroren. Das ist krass. Wenn das Abflussrohr gefroren ist, dann muss es wirklich, wirklich kalt sein. Es war windig. Der Regenschirm war vom Wind völlig zerzaust. Okay, ja, dann ist es windig. Dann können wir uns etwas darunter vorstellen. Er fand es lustig. Er hielt sich vor Lachen den Bauch.
Und das letzte Beispiel. Die Burg wurde eingenommen. Und wenn wir es zeigen wollen, wie das aussieht, unter Jubelstürmen wurde die neue Flagge gehisst. Also was haben die Eroberer gemacht? Woran sah man, dass die Burg erobert wurde?